Paul, Fritz und Kalle, das sind nicht die neuen Mitarbeiter hier bei Zweirad Ferraro, sondern diese coolen E-Scooter von Trittbrett. Ich habe mich vorhin schon gewundert, der Giovanni hat einfach Trittbrett gesagt und da habe ich gedacht, hä, das sind doch E-Scooter. Fabio, stell dich mal kurz vor, dir gehört der Laden hier, ne? Genau, ich bin Geschäftsführer von Zweirad Ferraro Elektromobility und zusammen in dem Zweirad Ferraro Konzern mit meinem Vater, der die Verbrennerbranche vertritt in Buhs, bin ich jetzt zuständig für die unter anderem Trittbretter und für alles andere, was mit Elektromotor fährt und nicht mehr ganz so viel stinkt. Genau, und hier haben wir jetzt zum Beispiel, können wir einfach mal anfangen mit dem Paul. Wie gesagt, nicht unser neuer Mitarbeiter, aber hat auf jeden Fall schon mal was drauf wie unsere Mitarbeiter. Großes Trittbrett, also auch für mich mit Schuhgröße 46 gar kein Problem mehr da nebeneinander. Die Füße nebeneinander zu lassen, drauf zu stehen, super geil auf jeden Fall. Vollhydraulisches Bremssystem, ist man definitiv sicher unterwegs. Knackige Bremsen und vor allem, die braucht man auch, wenn man hier mal schaut. Ganz interessant, großes Tacho, sieht super aus, super ablesbar. Ja, super und hier cool. Der klassische Turbo-Modus, das T für Turbo-Modus. Und die geben jetzt witzigerweise an, von 0 bis 100 km/h in 3,2 Sekunden. Natürlich als Witz gedacht, aber die beschleunigen schon ganz schön enorm. Also, klasse Drehmoment, macht richtig Spaß, die Dinger zu fahren und die sind einfach dafür ausgelegt. Das bedeutet, hier mit den dicken, fetten 11 Zoll Reifen, in dem Fall ohne Vollfederung, die Reifen stecken schon ganz schön was weg. Und du hast aber gesagt, maximale Geschwindigkeit ist bis 20 km/h. Genau, bis 20 km/h. Das ist die offizielle Straßenzulassung, alles was drüber ist, also ab 25 km/h gibt es keine Straßenzulassung mehr für die. Ist immer ganz klassisch bei den, so handhaben das alle E-Scooter. 20 km/h, auf dem Tacho steht dann 22, aber das ist völlig in Ordnung, das geht klar. Die sind klappbar, ich hole einfach mal ein bisschen hier genau, auf Seite, dass man den Paul mal schön hier im Seitenprofil sieht. Paul ist das größte und stärkste Modell. Genau, das wäre jetzt in dem Fall das stärkste Modell mit Bosch-Motor. 500 Watt, Peakleistung um die 1000 bis 1100 Watt. Das bedeutet, wenn man mal eine Steigung hoch muss, auch bei 10-15%, gar kein Problem. Der Motor steckt das auf jeden Fall weg. Zulassung bis 150 Kilo. Kann man draufladen, kann man sich draufstellen. Und ganz interessant ist hier bei der ganzen Geschichte, wir haben hier sogar eine Rekuperation, also eine Motorbremse. Okay. Wenn ich jetzt den Hang runterfahre, lasse ich einfach alles los, drücke die Motorbremse bzw. die Rekuperation und kann mir da vielleicht noch ein paar Meter bis ein, zwei Kilometerchen vielleicht noch mal rausarbeiten dann. Und man schont dadurch halt auch ein bisschen die Bremsen. Das ist dann eben auch nochmal ein großer Vorteil bei der ganzen Geschichte. Ja, ist ein cooles Ding. Von Trittbrett auf dem Banner steht Kalle und Emma. Das heißt, genau. Emma ist die weiße Version vom Kalle. Gibt es vom Paul auch eine weiße Version? Oder Paul bleibt Paul. Paul bleibt Paul. Es gibt nur einen Paul. Genau. Nee, von dem gibt es nur diese eine Version in der Farbe mit dem Anthrazit. Mhm. Einen schönen großen Tacho. Und was hier auch noch ganz, kann man auch mal kurz zeigen. Ich mache mal wieder das Display an. Und jetzt schauen wir mal kurz nach rechts an den Griff. Ah, okay. Und das sind sogar integrierte Blinker bei dem serienmäßig mit dabei. Sehr cool. Und ein Scheinwerfer oder ja, wie Scheinwerfer genau, kann man es Licht gar. Genau, Licht haben wir natürlich auch. Das sieht dann so aus. Im hinteren Bereich gibt es natürlich dann Augenlicht inklusive Bremslicht. Bedeutet, ich drücke einmal auf die Bremse und dann sieht man doch schon. Mhm. Das also der Hintermann, genau. Sicherheit, das volle Programm. Definitiv, ja. Vor allem durch die massive Bauweise, was ich da auch nochmal hervorheben muss, das Ding ist absolut stabil. Da klappert nichts, da rappelt nichts. Alles Aluminium. Gewicht ungefähr, weißt du das? Also 26 Kilo, 26,4. Oder nee, 24, das war das mit dem 2. großen Akku. Ja. 24,2, genau. Es gibt nämlich zwei Akkuversionen von dem Ganzen. Jetzt haben wir hier den 14,7 Amperestunden Akku drin. Mhm. Und es gibt noch einen 19 Amperestunden Akku. Aufpreis ist 300 Euro. Wenn man den größeren Akku will, und hier liegen wir bei 75 Kilometer Reichweite, Angaben, also effektiv, grob geschätzt, 65, 60 Kilometer sind definitiv realistisch, mhm. Was schon eine ordentliche Reichweite ist bei E-Scootern, ja. Definitiv. Der Standard liegt meistens so bei 12, 13 Amperestunden und was der mit seinen 14,7 schon an Reichweite rausnimmt, das ist schon ordentlich, definitiv. Liegt halt auch wahrscheinlich mitunter an der Effektivität, an der Effizienz von den Bosch-Motoren. Also
Selbst bis zum kleinsten Schräubchen haben wir einfach hier eine Marke irgendwo stehen. Bei den Schrauben werden Wirt-Schrauben verwendet. Wir haben hier Zoom-Bremsen. Das ist schon eine klasse Sache. Natürlich auch, was ich jetzt gerade noch einmal bei dem hier zeige, das ist nämlich bei allen gleich. Das Schließsystem, der ist schon sehr knackig. Da muss man schon mit Kraft dran. Er hat hier noch hier die kleine Sicherung, die man nach unten drücken muss. Und dann einfach den Hebel rausziehen. Er klappt auf. Und in dem Fall, genau, so sieht das Ganze dann zusammengeklappt aus. Er hat ein stolzes Gewicht in dem Fall. Bedeutet, er ist halt hauptsächlich wirklich für Leute gemacht, die gern weitere Strecken mit dem zurücklegen wollen. Wenn man ein Kombi hat, kein Problem, den ins Auto zu schmeißen. Ich glaube, der müsste, wenn mich nicht alles täuscht, 1,20 Meter lang sein, so um den Dreh. Deswegen, also, da bräuchten wir schon einen kleinen, da bräuchten wir schon einen Kombi. Jetzt geht's weiter mit Fritz, das mittlere Modell von den dreien, ne? Genau, das mittlere Modell, aber auch gleichzeitig der größte, zumindest mal was der Formfaktor betrifft. Und zwar haben wir hier haben wir definitiv die 1,30 Meter Länge, aber durch diese Bauweise, vor allem diese kantige Bauweise, was man eigentlich relativ selten bei E-Rollern sieht, wirkt er irgendwie doch wieder kompakt. Ich meine, die 1,30 Meter hat er nun mal, aber trotzdem, er wirkt kompakter, als er eigentlich ist. Ich finde, er sieht auch sportlich aus. Also ich habe ihn gestern in einen, wie heißt der, Renault Zoe, ist das Renault? Ja. Eine Kundin hat den gestern gekauft und wir haben den zusammen in den Renault Zoe bekommen. Also den kriegt man dann definitiv schon irgendwo unter, auch mit 1,30 Meter Länge. Die Lenker sind nicht verstellbar, das heißt die Höhe ist nicht anpassbar. Jedoch muss ich doch dazu sagen, der hat absolut das höchste Trittbrett von allen. Mhm. Bedeutet, wenn ich hier oben drauf stehe, kommt mir der Lenker auch wieder ein bisschen entgegen. Vorteil hierbei ist, das kennen wahrscheinlich sehr viele E-Rollerfahrer, Bordsteine oder kurze kleine Stufen, ein, zwei Stufen, man bleibt sofort mit den Trittbrettern hängen. In dem Fall hier absolut gar kein Problem. Schön hoch das Ganze und absolut auch perfekt für größere Menschen, so wie ich. 1,90 Meter fühlt sich dann an, als wäre das Ding für mich gemacht im Prinzip. Mhm. Ja, und ich finde auch das da ist die Federung, ne, in Rot, das sieht echt sportlich aus. Richtig, der hat einmal hier die Dämpfer und hier eine Armschwinge. Bedeutet, ich stelle mich mal drauf, dann sieht man es direkt. Ah. Genau, der ist definitiv voll gefedert. Vorne haben wir nämlich die Scherenschwinge. Ist noch einmal der Dämpfer in Rot hier, die Feder. Und der ganze Arm hier schwingt noch mit. Also die Federung von dem Teil ist wirklich klasse. Absolut top. Kopfsteinpflaster, gar kein Problem. Wir haben nämlich gerade hier draußen welche, bin ich schon drüber gefahren. Absolut angenehm. Und natürlich nochmal Power ohne Ende, das Teil. Wir machen gleich auch noch eine Probefahrt, aber genau. Erst stellen wir auch noch den Kalle vor. Den Kalle. Den Kalle gibt es auch noch, genau. Nachher mal, das Display sieht ein bisschen anders aus als beim Paul. Etwas kleiner, aber schön integriert. Auch wieder kantiges Design, sieht richtig klasse aus. Rekuperation ebenfalls vorhanden. Ansonsten alles, wie man es kennt. Zwei Bremsen, in dem Fall Trommelbremsen. Trommelbremsen, Vorteil, wartungsärmer, bedeutet, es kann kein Dreck reinkommen oder irgendetwas in der Art. Das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte. Und was alle drei besitzen, ist eine sogenannte Motorbremse. Bedeutet ganz einfach, wenn ich jetzt den Hang runterfahre, rekuperiere, geschieht das alles elektromagnetisch, ist auch wieder bremsenschonend, materialschonend. Und ebenfalls EABS besitzen alle drei. EABS bedeutet? Das kann man sich so vorstellen, in etwa wie das klassische ABS, nur dass das Ganze jetzt elektronisch überwacht wird. Das bedeutet durch Sensoren, die erfassen die Drehgeschwindigkeit vom Reifen, wie fest der Fahrer jetzt in die Eisen geht und so weiter und so fort. Und darüber wird dann die Bremskraft eben noch ein bisschen verteilt, so dass man, wenn man Vollbremse macht, die Reifen nicht direkt blockiert. Das gibt es bei allen Modellen. Licht und Rücklicht. Licht, Rücklicht, Blinker. Bremslicht. Blinker sind in dem Fall nur optional. Es gäbe Kellermann-Blinker von der Marke Kellermann. Und die werden dann einfach, soweit ich weiß, die sind hier integriert, auch wie bei dem anderen. Die Knöpfe sind vorhanden. Mhm. Bedeutet, man sieht auch den Blinker hier, dass er angezeigt wird. Aber die werden optional, kosten 249 Euro vom Hersteller. Genau. Kann man sich dann selbst entscheiden, ob man das braucht oder nicht. Gut, dann Kalle. Der Kalle, genau. Das ist der kleine Bruder von allen. Der kleine Kalle. Der gleichaltrige Bruder der Emma in Weiß. Klassischer Roller, E-Roller für 599 Euro, das kleinste Modell. Trotzdem definitiv nicht zu unterschätzen, hat auch den großen Display, genau wie der ganz große Bruder Paul.
identisch. In dem Fall auch wieder Zoombremsen, Trommelbremsen und das EABS, Motorbremse, alles vorhanden. Bedeutet, ich drücke jetzt auch nur diese eine Bremse, aber beide Seiten bremsen. Vorne und hinten wird gebremst. Das übernimmt vorne die Motorbremse und hinten die, Entschuldigung, Scheibenbremse, nicht eine Trommelbremse. Optional könnte man noch, wenn man wirklich alles geben will, mit dem Fuß hier hinten drauf und dann bremst man noch mechanisch direkt den Reifen mit. Also wie früher beim Cityroller. Genau, wie früher beim Cityroller. Kennen noch einige wahrscheinlich. Ja, ich habe die gehabt, da waren sie noch schweineteuer. Ja, ja, die waren schweineteuer. Meiner war silberblau, ich weiß das auch noch. Gut, und ihr seid exklusiv Service-Standpunkt für die Firma Trittbrett. Genau, für die Firma Trittbrett, was übrigens eine super geile Firma ist. Also auch die Mitarbeiter der Firma. Wir stehen ja im engen Kontakt mit den ganzen Herrschaften und Frauen. Absolut geiles Team, muss man echt sagen. Bin sehr begeistert von denen. Ich finde auch, ich bin ja eigentlich Mediengestalterin und so die Optik von den Bannern und die Optik von den Scootern haben sie gut gemacht. Also großes Lob. Wenn mich nicht alles täuscht, wurde das Design sogar zusammen mit Yamaha entwickelt. Okay, bei der ganzen Geschichte. Cool. Genau, und erwähne noch mal kurz, Emma ist quasi Kalle in Weiß. Kalle in Weiß, das ist die Emma, genau. Gleiche Daten, gleiche Optik, außer die Farbe. Mhm. Und was hier auch noch ganz schön ist, wenn man es hier sieht, dieser Schriftzug ist bei allen kein Sticker, kein Geklebe, sondern richtig auch schön integriert. Also alles, was man hier an den Geräten anfasst, fühlt sich echt super hochwertig an. Also. Und halt nebenbei erwähnt, es gibt noch für alle drei die Trittbrett-App. Da kann man dann quasi seine ganzen Daten auslesen, auch die Daten vom Akku. Vom Akku, genau. Die Geschwindigkeit, seinen ganzen Tagesablauf, was man mit dem Ding zurückgelegt hat, sieht man dann in der App. Optional werden noch Spielereien, wie man kann eine Hupe einstellen. Die Hupe wird aber dann natürlich übers Handy ausgegeben, der hat keinen Lautsprecher. So ein paar Spielereien, also das macht die Firma auch ein bisschen aus. Die ist einfach bunt, knallig, junges Team, haben Ideen. Echt super Sache. Sehr cool. Komm, wir gehen noch mal einmal die Preise durch. Wir haben hier den Kalle für... Der Kalle fängt bei 599 Euro an. Hallo. Bleibt in dem Fall dabei, weil hier gibt es optional keinen zweiten Akku. Der hat den 7,8 Spicken, wo steht's? 7,8 Amperestunden Akku drin bei 36 Volt. Die anderen beiden haben das 48 Volt System, also haben nochmal deutlich mehr Power. Gut, und hier haben wir den Fritz, der kostet... Der Allrounder, genau. 1.099 Euro, genau. Das ist das mittlere Modell. Bei dem könnte man optional noch einen größeren Akku bestellen, größeren Akku dazu nehmen. Der kostet 200 Euro, der Akku. Das wäre ein 18 Amperestunden Akku. Hier ist ein 13,5. Ich spicke immer wieder, sonst sage ich irgendwas Falsches. Ach, spicken ist erlaubt. 13,5 Amperestunden Akku drin oder 18 Amperestunden. So, und der Paul, der dicke Paul, das Kraftpaket Paul. 1.499 Ganz Euro. Genau. Ebenfalls, zweiter Akku wäre optional. Der kostet in dem Fall dann 300 Euro. Das wäre ein 19 Amperestunden Akku. Und damit sind ungefähr 90 Kilometer möglich, laut Angaben. Also es beläuft dann sich realistisch auf ungefähr 80 Kilometer, die definitiv dann realistisch werden mit dem Teil. Und das ist schon eine ordentliche Menge bei einem E-Roller. Und Finanzierung, die ist bei euch natürlich möglich, gell? Genau, Finanzierung ist bei uns alles möglich. Unter anderem auch, wenn man das möchte, mit Schlussrate oder wie man es auch anders kennt, Ballonrate. Ab 35 Euro kann man bei uns schon alles finanzieren, was hier steht. Gar kein Problem. Mit unserem Partner dann von der Credit Plus Bank. Dort drüber läuft das Ganze dann. Mhm. Und Jobroller. Jobroller, ja, ja. Es ist quasi Jobrad, aber es ist im Rollerformat. Jobrad kennt man, ne? Es ist bekannt, deswegen können die Leute damit auch sehr viel anfangen. In dem Fall gibt es auch sowas wie den Jobroller. Mhm. Gleiches System, im Prinzip ist genau das gleiche Prinzip. Der Arbeitgeber hat Vorteile davon, der Arbeitnehmer besonders, weil er eben gut Geld sparen kann. Also im Schnitt sind es so um die 40-46%, wo man sparen kann. Dafür muss halt nur der Chef mitspielen, dass der das Ganze nämlich genehmigt. Wir hoffen natürlich immer weiterhin darauf, dass mehr Arbeitgeber auf das Angebot anspringen. Ich meine, Jobrad ist auch bei den Arbeitgebern bekannt, kennen die. Mhm. Aber Jobroller muss noch ein bisschen mehr in den Vordergrund, muss noch ein bisschen bekannter werden, das Ganze. Und da sind wir gerade auf dem Weg. Wir rühren auch sehr viel die Werbetrommel für das Ganze, haben auch unsere eigenen Flyer,
Ich halte sie mal einmal hier in die Kamera. Ach genau, du hast ihn schon parat. Schon vorbereitet, super. Jawohl. Perfekt. Direkt vorbereitet. Das sind dann unsere Flyer extra für die Jobroller. Also, wer sich informieren will, am besten mal vorbeikommen oder anrufen. Oder gibt es auf der Webseite auch Infos? Auf der Webseite gibt es ebenfalls Infos. Also der Link zu Jobroller ist bei uns ebenfalls verlinkt bei zweirad-ferraro.de. Kann man sich auch weitere Infos, alle Infos in Details mit Zahlen und allem drum und dran, kann man sich da ganz genau anschauen und wird auch dann zu Jobroller, zu der Seite weitergeleitet. Und alle Infos, die man braucht, stehen da definitiv drin. Super, komm, wir gehen noch einmal rüber zu euren Kontaktdaten hier an der Wand, damit man die auch noch mal parat hat. Fritz auf Seite. Ihr seid in Wattgassen? Genau, in Wattgassen, direkt an der Hauptstraße. Ortskundige wissen, ungefähr 200 Meter vom Kreisel in Wattgassen entfernt. Mhm. Gegenüber vom Zweirad Raber, der auch sehr bekannt ist hier in dem Ort. Und ganz neu aufgemacht gegenüber unser Kebabmann. Kann ich auch nur schwer empfehlen. Gerade noch Werbung für den Dönermann. Der Dönermann, der darf nicht fehlen. Ja. Ist er denn gut? Für die Mittagspause definitiv. Also super. Ich glaube, den meisten Umsatz hat er bis jetzt durch meinen Bruder gemacht, wenn der hier arbeitet. Empfehlung geht raus an Karlis Kebab. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Super, gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Verkauf. Und nochmal dickes Lob an Trittbrett, eine coole Marke, mit coolem Style und coolen Mitarbeitern. Definitiv, ja. Gut, Dankeschön. Bitteschön.